belong to you. I belong, I belong to you. Ja, moin, heute ist der 28. Mai 2023 und ich bin auf dem Weg zum Windpark Waldkügel. Jawohl, jetzt bin ich gerade hier in Bundel. Gleich bin ich in Waldkügel. Jetzt geht es mal Richtung Aderstedt. Das Aderstedt, Ilberstedt und so weiter. Das ist nett. Ja, heute ist ein kleines Treffen da. Und ja. Da werden wir uns heute hier bei einer 138er treffen. Der Sascha, der Steffen und meine Wenigkeit. Der Justin wollte ja nicht auch kommen, aber ist leider krank. Gute Besserung nochmal. Aber wenn das Video kommt, bist du Schlange wieder fit, mein Freund. Ja, wir sehen uns dann irgendwann später mal. Ja, ich lasse ein kleines Grüppchen mal, die aus der Nähe kommen. Und da können wir ein bisschen quatschen da oben und uns die Windparks angucken und ein bisschen grillen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Wird cool. Wetter ist ja auch Bombe, also Wahnsinn. Die Wetterlage stabil, heftig. Ich bin jetzt erst aus Österreich wiedergekommen, Dänemark da oben die Ecke. Ja, die Anlagen kommen ja alle zu klein vor jetzt hier. Nee, alles gut. War schon cool da oben. Also die Videos folgen jetzt nach und nach. Ich denke mal, eher das Video hier online ist, habe ich die Dänemark-Videos schon alle hochgeladen. Schätze ich mal so. Ja. Naja, jetzt bin ich gleich am Ziel und dann heißt es noch warten, bis die Jungs kommen und dann geht die Party ab hier, Junge. Windradparty. Yeah. Jo. So sieht das aus, ja. Sehr geil. Und der qualmt aber hier, du. Nee, qualmt der? Nee. Das ist. Oder? Nee, das ist die Straße. Die Straße ist das. Jawohl. Ach, das sieht schon geil aus. Achso, die 138 hat mir Steffen gesagt, die stehen schon seit geraumer Zeit still. Ist ja wieder klar. Das ist das Problem halt, ne? Mit dem Netzausbau wahrscheinlich auch. Hängt das zusammen? Keine Ahnung. Die blinken nicht mehr nachts, die stehen ja komplett still. Jetzt sind die Dinger errichtet worden und sie stehen. Ist das nicht traurig? Also zum Kotzen. Wenn so die Kleinen stehen lassen, können die E66er, die sie weggemacht haben. Echt zum Kotzen. Und hinten ja die da, die letzte, die seid ja auch weg. Aber die hat Bestandsschutz und darf bleiben. So, war das jetzt hier, wo ich drin musste schon? Ich glaube, ja. Boah, ist das alles zugewachsen? Nee, hier war es noch nicht, okay. Gehen wir noch weiter. Ja, Straßen sind frei, hier ist kein Schwein unterwegs. Ja. Ja, nur stehen sie hier, wa? Die Riesenklopper kosten auf dem Geld und können sie nicht drehen. Es ist echt eine Schande. Wirklich. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Windparks. Überall neue Anlagen errichtet. Hier ist noch das olle das Schild von Enerco noch dran. Von der Baustelle noch. Da sehe ich in vielen Windparks die Riesenklopper hochgezogen. Und ja, es passiert nichts. Die Anlagen stehen und stehen sich blöde. Ja. Ja, ja, auch hier bei Landsberg, die G Cypress, die große, die steht auch still. Entweder, ich weiß nicht, ob die schon am Netz ist. Ja, aber hier haben sie übelst die Türen gesichert bei Enercon, weil hier gerne eingebrochen wird. Da sind jetzt richtig fette Riegel dran. Also die Tür kriegen sie, glaube ich, nicht mehr auf. Also, da müssen sie schon wirklich, ja, sehr viel Potenzial mitbringen und das Ding aufzubringen, aufzubiegen da. Ich zeig mal kurz die Tür hier. Ja, jetzt kommt sie gleich. Hier guckt er die Türverriegelung an. Hier. Das ist safe jetzt. Ne? Ja, ich werde mich erstmal hier in den Schatten stellen und dann den eigentlichen Stellplatz, da fahre ich dann nachher, das sind eigentlich da oben die 138er. Ne? Da stellen wir uns da hin. Da haben wir einen Megablick auf die ganze Umgebung hier. Auf alle Windparks. Das wird cool. Jawohl. Ja, hier sieht er die Türen, die fetten, verriegelten. Ne? Das sind ein paar Dinger hier. Ah ja, die mopsen hier wie die Verrückten da. Das ist verrückt. Aber es kotzt mich an, dass die Anlagen stillstehen, die 138, die fetten Dinger, ey. 160 Meter Alarmhöhe. Und jetzt stehen die einfach mal so rum. Weil irgendwas, Stefan hat gesagt, Umspannwerk, irgendwas machen sie da. Ja, keine Ahnung. Ja, naja. Aber ich sehe viele in Nimex zum Beispiel, die Anlagen, die 14 V80 und V90, was dazwischen ist noch, die stehen schon drei bis vier Monate stehen die still. Jetzt sagen wir mal drei. Ah, die stehen einfach still. Der Park soll ja repowered werden, aber irgendwie
passiert da auch nichts. Und die stehen einfach still. Ne? Da macht jeder 2 Megawatt, das ist Wahnsinn. Auch an der Autobahn, an der 24, da stehen die G-Wind Energy, die 2,5er, SL, nee Quatsch, 1,5er, so rum, stehen da auch still. Seit mehreren Monaten, blinken auch nicht mehr. Das sind auch 10 Stück, keine Ahnung. Und das wird noch in ganz Deutschland so sein, wahrscheinlich. Ja. Leute, baut erstmal die Netze richtig aus. Ah, die Sonne wandert aber schnell hier, du. Eben stand hier noch ein Schatten, jetzt bin ich fast in der Sonne. Gut, dann sehen wir uns nachher bei der 138 da drüben, ne? So sieht das aus, ja. Steht da einer E138? Da ist er. Ja, eine mega Aussicht hier oben. Überall Windräder, ringsherum. Da hinten ist Aschersleben. Und die andere hier, die macht keinen Mucks. Komplett aus. Auch die anderen 4 noch. Komplett aus. Schade. So, Quenstedt. Die Nordex sind auch aktiv. Wo waren sie jetzt? Kurz mal filmen. Jetzt habe ich sie. Ja, da sind sie. Ja, ja. Jetzt, da habe ich sie. Was war Tom, was die eine hatte? 164. 164, Alter. Und da siehst du, denn, da stehen noch zwei E92 vor der 164 Meter Turm und rechts steht noch eine 101er. Mhm. Und da. Dann stehen ja noch die Tacke da. Ah, die die E92 finde ich auch schön. Mhm. Genau, und ganz oben, da stehen dann noch die kleinen. 8 Tacke und 3 Energon E70 stehen da noch. Mhm. Wahnsinn. Oder E66. So, das kleine Treffen ist vorbei. Da vorne fährt der liebe Steffen. Ja, auf diesem Weg nochmal. Das war echt schön heute. Grillen war super, schade, dass Sascha schon zeitig abgehauen ist und schade, dass Justin leider krank war. Oder ja, sich entschuldigen musste sozusagen. Also ja, dem ging es halt leider nicht so gut und naja, dann ist es halt so manchmal. Kann man nicht ändern. Aber auf jeden Fall wird das wieder nachgeholt und wer hier vielleicht aus der Nähe kommt und vielleicht auch Bock hat, sich mal über Windkraftanlagen zu unterhalten, kann sich gerne bei mir melden dann halt, ne? Weil da bin ich immer gerne bereit. Wenn man so kleine Krüppchen mal machen kann, sich mal irgendwo trösten, in den Windpark, ist immer wieder schön. So ein bisschen fachsimpeln, ne? Das fetzt. Ja. Nö. Jetzt haben wir es. Ja, 8:30. Treffen ist vorbei jetzt. Ja, war schön. Im Windpark Weikübel, ne? Ja, leider, wie gesagt, die 138er stehen. Seit über 14 Tagen still. Die machen beim Umspannwerk wahrscheinlich irgendwie was da, keine Ahnung. Und ja, ist schade, dass diese großen Klopper still stehen müssen. Ne? Aber jetzt hat man hier nochmal einen schönen, wunderschönen Blick hier dahin zur Anlage, wo wir standen. Herrlich. Ja, das hat Spaß gemacht. Wie gesagt, wer da mal Bock hat, irgendwie mit mal so ein kleines Treffen zu machen. Der kann sich mal gerne melden oder mal schreiben, dann halt am besten bei Insta direkt anschreiben oder sowas. Aber wahrscheinlich lohnt sich das auch nur, wenn er so aus dem Umkreis von, was ich, 100, 200 Kilometern kommt. Weil man sich ja doch hier in der Nähe treffen möchte. Für mich waren das jetzt so ein bisschen 100 Kilometer hierher. Das ist noch vertretbar alles, ne? Das geht noch. Aber wenn jetzt hier 400, 500 Kilometer, das ist schon scheiße. Oder muss da Unterkunft hier haben, so, ne? Aber ja, es macht Spaß. Unter Gleichgesinnten einfach mal so ein bisschen fachsimpeln, ist schon cool. Ja, das ist cool, dass es noch mehr Verrückte gibt, so, ne? Die das gleiche Hobby haben, genauso denken. Ja, jetzt wieder zurück in die Heimat. Aber wie gesagt, das Frühjahr hier ist wunderschön, also einfach geil. Der Raps hier noch, so, ist schon fast verblüht hier auf die Seite. Ja, was soll ich sagen? Es war schön. So schön. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht so viel Zeit vom Windpark. Aber die Drohnenaufnahmen werden gleich folgen. Ach ja, der Hoppelhäschen sind auch unterwegs. Mal ein bisschen langsamer fahren. Ja. Ich möchte jetzt nicht noch einen überfahren hier. Ja. So,
Macht's gut, Windpark Weikügel, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr dreht euch dann mal bald wieder. Ne? Und E66, so. Das war's. Tschüss. Rinni hauen. The days pass, the story.